Hallo und herzlich willkommen. In diesem gechannelten Beitrag geht es um die Sichtweise der geistigen Welt in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Ernährung, Körper und Seele. Wie und worauf reagiert unser Gesamtsystem mit der Aufnahme von gewissen Nahrungsmitteln und welche verschiedenen Schwingungsebenen können Nahrungsmittel besitzen? Es ist höchst komplex und so interessant, wie dies alles zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst. Wenn wir essen, nehmen wir nicht nur die Energien, sondern auch alle Informationen des jeweiligen Lebensmittels auf. Und dabei kommt es natürlich ganz darauf an, welche Geschichte bzw. welchen Ursprung das jeweilige Nahrungsmittel abgespeichert hat. Ich wünsche dir viel Freude und heilsame Erkenntnisse. Wie wir wissen, ist alles miteinander verbunden. Alles besteht aus Schwingung. Auch Lebensmittel sind so strukturiert, dass sie verschiedene Schwingungsebenen besitzen, in denen Informationen hinterlegt sind. Auf dem niedrigeren, dichteren Energieniveau gibt es Informationen in Form von Geschmack, Vitaminen, Mineralien oder Spurenelementen. Auf den höheren Schwingungsebenen ist ein geistiger Inhalt des Lebensmittels gespeichert, zum Beispiel die Energien seiner Entstehung. War es beispielsweise für eine Pflanze leicht oder schwer zu wachsen? Das wird sich in der Qualität des Nahrungsmittels, bestehend aus der Pflanze oder ihrer Frucht, niederschlagen oder auch im Geschmack merkbar sein. Ihr seht, wie vielgestaltig und komplex alles zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst. Und wenn ihr nun Nahrungsmittel esst, nehmt ihr nicht nur deren Energien, sondern alle Informationen aus allen Ebenen auf. Wenn ihr einen Apfel esst, esst ihr die Schale und das Fruchtfleisch, den Fruchtzucker und die Vitamine. Aber genauso auch das Sonnenlicht, das der Frucht beschert war, und die Energie der Sonne. Ihr esst mit, ob der Apfel in einer sehr natürlichen, friedlichen Umgebung gewachsen ist, mit ausreichend Zeit zu reifen. Auch diese Informationen, diese Energien nehmt ihr auf. Und mitunter alle negativen Informationen, wenn der Apfel zum Beispiel stark gespritzt wurde, an einer befahrenen Straße gewachsen ist oder vor seiner Zeit geerntet wurde. Ja, ihr esst sogar die energetische Schwingung von all den Menschen mit, die am Wuchs, an der Ernte oder der Verarbeitung des Apfels beteiligt waren. Natürlich nicht deren gesamte Schwingungen, sondern nur den Teil, der sich auf den Apfel übertragen hat und dort hinterlassen wurde, auch wenn nur ganz minimal. Alle diese Informationen, die ihr mit dem Apfel esst, übernehmt ihr in euer System und sie fächern sich in eurem Dasein auf. Auf den physischen Ebenen kommen die Vitamine, die Mineralien an. Auf den höheren Ebenen positive oder negative Schwingungen und Informationen. Somit isst und schluckt euer gesamtes Dasein all das, was ihr esst und zu euch nehmt. Bei geistiger Nahrung gilt das in der Regel ebenso und folgt dem gleichen Mechanismus. Nichts geschieht ohne Zusammenhang, alles ist miteinander verbunden. Auch das trifft für die Ernährung zu. Vieles davon ist euch bereits klar, denn ihr wisst sehr wohl, dass reichlich ungesunde oder sehr extreme, maßlose Kost eure Gesundheit schädigen kann. Und darüber hinaus mit dieser neuen Gesamtsicht alle anderen energetischen Ebenen. Weitet euren Blick für den Tatbestand, den ihr ebenso kennt. Dass Ungleichgewichte und Defizite der Seele
sich oft in einem irregulären Essverhalten niederschlagen. Dieser Zusammenhang ist zudem keine Einbahnstraße. Auch die andere Richtung existiert. Mit einem zu viel an ungesunder, belastender Nahrung von schlechter Qualität kann es geschehen, dass eine ausbalancierte Seele oder ein Energiesystem schließlich Schaden nimmt. Beides ist möglich. Natürlich prasseln die Folgen nicht in durchschlagender Form auf euch ein. Es gibt ein Abwehr-, ein Immunsystem, sowohl auf körperlicher als auf geistiger Ebene. Die Immunzellen des Körpers fangen viel Schädliches auf und halten euch gesund. Die Abwehrnetze einer Seele arbeiten ähnlich und sind in der Lage, viele Einflüsse zu blockieren und zu neutralisieren. Aber diese Systeme haben ihre Grenzen und ein Übermaß an Belastung wird ihre Dämme brechen lassen und die Gesundheitsfolgen stellen sich ein. Ihr seht, wie eng ihr und eure Gesundheit mit allen Dingen verbunden seid. Ernährung ist ein Aspekt davon, den es bewusst wahrzunehmen gilt. Überlegt und prüft, wie viel und was ihr wann und in welcher Qualität esst. Jedes frische, naturbelassene, natürlich gewachsene Nahrungsmittel verschafft positive Vitalstoffe und Energien und Lebensinformationen. Jedes künstliche Produkt mit chemischen, unnatürlichen Zusätzen verschafft auch Energie, aber es wird eine niedrig schwingende, nicht so kraftvolle Menge sein. Weiterhin fließen negative Bestandteile, wie zum Beispiel Farbstoffe, bis hin zu Schadstoffen in euren Körper ein, sowie negative Energien, die dem Lebensmittel anhaften. Wenn ihr Fleisch von Tieren aus Massenhaltung esst, dann esst ihr auch die Emotionen dieser Tiere mit. Ihre schlechte Aufzucht, die lieblose Behandlung, die Ängste und die Hilflosigkeit. Wenn ihr Schokolade esst von Konzernen, denen es nur um Profitgier geht, dann esst ihr auch diese Haltung mit. Die Habgier, die Nüchternheit bei der Herstellung. Vielleicht auch die Rücksichtslosigkeit, wenn für die Ernte des Kakaos Menschen ausgebeutet wurden. All das beißt ihr ebenso von einer Tafel Schokolade ab. Natürlich merkt ihr es nicht. Sie schmeckt nicht merkbar schlechter. Es bildet sich auch kein übler Geschmack in eurem Mund und ihr werdet auch nicht krank davon. Doch wisst, die Energie ist in euer System, in euer Dasein gelangt und befindet sich dort auf verschiedenen Ebenen, selbst wenn es nur hauchfeine Spuren sind. Was ist nun sinnvoll zu tun, um ein möglichst gesundes System von Körper, Seele, Ernährung bzw. Daseinsernährung zu schaffen? Natürlich könnt ihr in eurer so stark vernetzten Welt mit globalem Handel und den vielfältigen Nahrungsangeboten nicht von jedem Lebensmittel den Ursprung, die Behandlung, die Produktionskette, alle Inhaltsstoffe und so weiter kennen. Das ist in der Tat unmöglich. Aber es gibt Handlungsweisen, die ihr beachten könnt, und es gibt eine energetische Wahrnehmung, die ihr nutzen könnt. Und dann schmeckt die vielleicht schlecht produzierte Schokolade auf jeden Fall anders im Vergleich zu einer anderen, besser hergestellteren Sorte. Sammelt alle Informationen, die ihr sammeln könnt. Seid aufmerksam, was Positives oder Negatives über Lebensmittel, Inhaltsstoffe, Produzenten berichtet wird. Prüft diese Informationen für euch, macht euch ein eigenes Bild und fragt dann euer Herz, ob ihr diese Art der Nahrung weiterhin konsumieren mögt oder nicht. Vielleicht gibt es bessere Alternativen. Gestaltet euer Essen so, dass so viele frische, unverarbeitete Nahrungsmittel wie möglich darin vorkommen.
Lasst ab von zu viel Künstlichem. Manche Lebensmittel enthalten so gut wie keine natürlichen Bestandteile und sind allein für eure Physis schon eine Herausforderung. Prüft, ob ihr euch das zumuten mögt und ob Geschmack und Zufriedenheit aus diesen Nahrungsmitteln die unguten Folgen wirklich aufwiegen können. Meidet alle Arten von Extremen. Nie zu einseitige Kost, nie zu viel an Essen und nie zu wenig, nie zu künstlich. Nie zu viel von zu süß, zu fett, zu salzig, zu scharf, zu unnatürlich. Lasst alle diese Mahlzeiten nur punktuelle, seltene Geschehnisse sein und prüft, ob ihr sie wirklich braucht. Schaut genau hin bei den Zubereitungsarten. Lebensmittel mit einer riesig langen künstlich-technischen Produktionskette erschaffen keinesfalls ein Meer an positiven Energien. Dort, wo gekocht wird, schaut hin, fühlt hin, wie das geschieht. Ist dort jemand mit Liebe und Hingabe am Werk? Oder wird alles schnell, unachtsam, lieblos zubereitet? Schult eure Intuition, eure Herzenswahrnehmung, wenn ihr Nahrung begutachtet. Manchmal braucht es gar keine konkreten Informationen. Ihr spürt sofort, dass es sich um keine gute Qualität, keine gute Quelle, sondern um schlechte Schwingungen handelt. Vertraut diesem Bauchgefühl. Und letztlich schult eure Wahrnehmung beim Essen selbst. Hat es wirklich gut geschmeckt? Konntet ihr alles genießen? Fühlt ihr euch nach der Mahlzeit besser, wacher und gestärkter? All diese Empfehlungen zeigen schon eine Menge Punkte auf, die ihr ganz leicht nachvollziehen und umsetzen könnt. Es braucht einzig ein intensives Bewusstsein dafür und eine geschulte Achtsamkeit. Beides ist schnell erlernen und umsetzbar. Alleine schon das Begreifen dieser Botschaft wird gute Zugänge in eine positive Richtung öffnen. Das kann vieles verändern und hilft bei der Entscheidung, was ihr auf euren Teller legt. Probiert es aus und schaut, was passiert, was sich in euch ändert und welche Wirkung es auf den Ernährungsalltag und euer Verhalten, eure Gesundheit hat. Ja, wie ich finde, waren das sehr schöne und tiefgehende Worte. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch darüber, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke drückst, um keinen weiteren Beitrag mehr zu verpassen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.